sitze hier am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Und dass ich hier sitze, ist das Ergebnis von Entscheidungen, die ich zusammen mit der Redaktion von dasgehirn.info getroffen habe. Wie solche Entscheidungen im Kopf entstehen, das erforscht Gerd Gigerenzer. Er ist Direktor vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Guten Tag, Herr Gigerenzer. Guten Tag. Sie haben ja auch eine Entscheidung getroffen, und zwar hier an dem Interview teilzunehmen. Wie ist denn diese Entscheidung bei Ihnen entstanden? Nun, ich habe nicht lange darüber nachgedacht und nicht alle Pros und Cons abgewägt, sonst hätte ich vielleicht immer noch keine Entscheidung getroffen. Das ist sozusagen Ihr Forschungsthema, dass Sie sagen, dass die nicht jede Entscheidung rational getroffen wird oder eigentlich die meisten Entscheidungen sogar durch Intuition. Vielleicht können Sie mal kurz umreißen, was so Ihre These ist. Nun, ich untersuche, wie wirkliche Menschen Entscheidungen treffen, wenn man zu wenig Information hat oder zu viel Information, wenig Zeit und die Zukunft unsicher ist. Und diese Entscheidungen sind sicher nicht in dem Sinne rational, aber das liegt eher an der Theorie der Rationalität. Denn die ist eine Theorie, die voraussetzt, dass man alle Konsequenzen, alle Alternativen und noch alle Wahrscheinlichkeiten wüsste. Das kann man ja meistens gar nicht wissen. Das heißt, das Problem ist oft mit der Theorie, nicht mit dem Menschen. Können Sie ein Beispiel nennen? Nun, nehmen wir Ihr Beispiel. Wie sollte ich denn entscheiden, ob ich Ihnen ein Interview gebe? Also hier habe ich die zwei Alternativen. Gebe ich Ihnen ein Interview oder nicht? Tue ich was anderes. Und nach der rationalen Theorie müsste ich alle Alternativen listen, das heißt, was ich sonst alles noch tun könnte in der Zeit, alle Konsequenzen abschätzen und dann den Nutzen dieser Konsequenzen numerisch einschätzen und die Wahrscheinlichkeiten, dass es auch eintritt, und dann die Rechnung machen. So sollte man das machen. Das kann man machen, wenn die Situation so gut bekannt ist, dass man die ganzen Konsequenzen kennt. Also wenn Sie ins Casino gehen, Lotterie spielen. Aber in der wirklichen Welt geht das meistens gar nicht. Können Sie mir so eine ungefähre Zahl nennen? Wie oft, also von den vielen Entscheidungen, die ich so im Leben treffe, wie viele davon dann nach diesem rationellen Modell passieren und wie hoch der Anteil von den intuitiven Entscheidungen also, ist? Also das kann man nicht sagen, ein Anteil. Ich kann ein paar Beispiele geben. Also sicher, wenn Sie Buchhalter sind, dann sollten Sie die Rechnung machen und das ist okay. Aber wenn Sie innovativ sein möchten, in einem anderen Beruf, zum Beispiel in meinem Beruf arbeiten, Wissenschaftler sein, dann haben Sie keinen Algorithmus, um festzustellen, was eine gute Frage ist. Man braucht beides. Man braucht gute Intuitionen, um die spannenden, wirklichen Fragen zu finden. Und dann braucht man auch gute Methoden, jetzt analytisch, um zu testen, ob das nun so stimmt, wie man sich's gedacht hat. Man braucht immer beides. Und das, was man als rational bezeichnet, ist eben nur eine Seite. Und man vergisst, wie wichtig Intuition ist und wie wichtig einfache Regeln sind, die wir Heuristiken nennen, auf denen Intuition offen basiert, um mit einer unsicheren Welt umzugehen. Sie haben den jetzt gerade erwähnt, den Begriff der Heuristik. Ja. Vielleicht können Sie mir das noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was Sie unter Heuristik verstehen. Also eine Heuristik ist eine Regel, sowas wie eine Faustregel, die sich auf das Wesentliche konzentriert und den Rest ignoriert. Das heißt, man geht oft nach einem guten Grund vor. Sie machen interessante Sendungen, das könnte der ganze Grund sein. Dann macht man halt mit und schaut, was dabei rauskommt. Man weiß es ja nicht vorher. Also es kommt ja oft dazu, dass Menschen keine Entscheidungen treffen können, weil sie zu lange über eine Sache nachdenken. Und die Pros und Cons, was alles dafür und dagegen spielt, versuchen abzuwägen. Das geht manchmal. Aber gerade wenn man Erfahrung hat in einem Bereich, dann spürt man schon, was das Beste ist zu tun. Das bedeutet nicht, dass es immer das Richtige ist. Aber es ist mindestens so gut, wie wenn man jetzt eine große Rechnung macht. Sprich, dieser Begriff der Intuition, wo man ja denkt, das passiert irgendwo im luftleeren Raum, das kommt so aus dem Bauch raus, ist nicht so, dass man da nicht irgendwas lernen kann, sondern je mehr Erfahrung man hat, desto besser wird die Intuition zu dem jeweiligen Thema. Ja, also die bewussten Teile unseres Gehirns, die sind sowieso nur ein kleiner Anteil, selbst im Kortex. Und das meiste, was wir an Intelligenz haben, ist unbewusst und beruht auf langer, langer Erfahrung, die wir selber nicht in Sprache haben. Also eine Intuition
ist gefühltes Wissen, was sehr schnell im Bewusstsein ist, aber wir wissen nicht warum. Also es ist Wissen, was zu tun, aber nicht warum. Und dennoch steuert es sehr vieles von unserem Verhalten. Und die rationale Theorie sagt was anderes. Also Benjamin Franklin hat einmal seinem Neffen in einem Brief erklärt, wie man rationale Entscheidungen macht. Also wenn du in Zweifel bist, dann setz dich hin, schreib deine Alternativen auf, alle Gründe dafür, alle dagegen, gewichte sie, mach die Rechnung. Das ist die Idee von Rationalität, wie wir sie in Ökonomie, in Entscheidungstheorie, in vielen Bereichen der Psychologie und Philosophie immer wieder antreffen. Gewichten und addieren von allen. Das ist die Kernidee. Und das ist eine gute Idee in einer Welt, wo alle Risiken bekannt sind. Aber meistens sind sie eben nicht bekannt. Und dort kann es auch schädlich sein, wenn man die falschen Modelle hat. Also es gibt so einfache Beispiele. Ich hatte einen Freund, der hatte einmal zwei Freundinnen, eine zu viel. Und er konnte sich nicht entscheiden. Und wenn er bei der einen war, dann wollte er der andere und umgekehrt. So ging das weiter. Nun wussten die beiden voneinander, er musste sich entscheiden. Was hat er gemacht? Er hatte Entscheidungstheorie studiert und hat dann sich an Benjamin Franklin erinnert. Na, was macht man? Dann setzt sich hin, nimmt ein Blatt Papier, nimmt sich zwei Tage Zeit und dann eine Dame, die andere Dame und dann alle Gründe dafür und dagegen. Ja, wird sie mich in Ruhe arbeiten lassen? Er wird sie auf die Kinder aufpassen. Gibt es noch ein Bauchkribbeln nach den Flitterwochen und so weiter? Und dann hat er das alles gewichtet. Er hat für jede die Wahrscheinlichkeit geschätzt, dass er nur eintreffen wird, hat die Rechnung gemacht. Und dann ist etwas Unerwartetes passiert. Also das Ergebnis sah, wusste er, das ist nicht richtig. Und er hat sich für die andere entschieden. Das heißt hier, das ist jemand, der auf seine innere Stimme nicht hörte. Uns gar nicht bemerkt hat, dass sich sein Herz schon entschieden hat. Und nur die Rechnung hat ihn davon überzeugt, dass er das Gegenteilige machen muss. Das kann man natürlich viel einfacher haben, indem man eine Münze wirft. Und dann braucht man gar nicht schauen, was drauf fällt. Man spürt schon, während sie kommt, was nicht passieren soll. Sie haben ja auch die Idee, dass in vielen Fällen bei Entscheidungen weniger mehr ist. Ja. Less is more. Und das gilt in einer unsicheren Welt. Wir haben das gezeigt, mathematisch, mit Computersimulation. Ich gebe Ihnen mal ein einfaches Beispiel. Angenommen, Sie sind in einer Fernsehshow und Sie bekommen jetzt die 1-Million-Euro-Frage. Welche amerikanische Stadt hat mehr Einwohner? Milwaukee oder Detroit? Zeit tickt, was sagen Sie? Detroit? Detroit, richtig. Wir haben Untersuchungen gemacht mit Amerikanern, die ziemlich viel wissen über beide Städte und 60% haben es richtig hinbekommen. Dann haben wir Deutsche genommen, die wenig wissen und viele von ihnen hatten noch nicht einmal von Milwaukee gehört. Wie viele von den Deutschen haben das richtig hinbekommen? 90%. Wie kann es sein, dass Leute, die weniger wissen, bessere Antworten bekommen? Nun, es handelt sich um eine einfache Heuristik. Nämlich, die nennen wir die Wiedererkennungsheuristik oder Recognition-Heuristik. Das heißt, man hat von Detroit gehört, nicht von Milwaukee, muss es wohl das sein. Die Amerikaner haben von beiden gehört, die können diese einfache Regel nicht anwenden und dann waren sie schlechter. Also ihr Wissen hat ihnen 10% über den Zufall gebracht, also 10%-Punkte. Aber diese einfache Strategie, die nun die Intelligenz im Nichtwissen benutzt, war besser. Und wie jede von diesen einfachen Intuitionen ist sie nicht immer gut, sondern sie ist dann gut hier, wenn es in der Welt draußen einen Zusammenhang gibt zwischen dem Wissen, man schon mal gehört hat, und dem, was man wissen möchte. Wie findet man dann die passende Heuristik? Also in dem Fall weiß ich sie ja spontan. Also ich habe ja jetzt Detroit geantwortet, also ja. Hatte ich ja irgendeine Heuristik wahrscheinlich angewendet. Aber wie findet man die? Nun, ich weiß nicht, wie Sie es gemacht haben, aber das ist das, was wir forschen. Also was haben die Menschen in ihrer, wir nennen es Adaptive Toolbox, was sind diese Strategien, mit denen man sein Leben lebt
Und dazu gehören auch sehr viele soziale Heuristiken. Mach das, was deine Freunde tun. Imitiere andere. Und dazu gehören Heuristiken wie geh nach einem guten Grund. Oder eben diese Heuristik, kauf das, was du kennst. Rekognition und so weiter. Und dann analysieren wir, in welcher Situation ist es eine gute Idee und wenn nicht. Das ist die normative Frage. Also gehen wir mal weg von so einem Spiel, wo es um eine 1-Millionen-Dollar-Frage geht, sondern wirklich zu einer Lebensentscheidung. Also nehme ich einen Job an oder bleibe ich in der Freiberuflichkeit als Beispiel? Was gibt es denn da für Werkzeuge zur Hand, dass man eine gute Entscheidung trifft? Also ich hatte einmal so eine solche Situation. Ich war während meines Studiums Musiker, habe damit sehr viel Geld verdient, mehr als Assistent an der Universität. Dann hatte ich beide Jobs und ich musste mich entscheiden, denn beides ging nicht mehr. Nun, für mich war es am Ende ein einziger Grund. Das war Unterhaltungsmusik, Dixieland, und man muss immer spielen, was das Publikum hören will. Und die Freiheit, das zu tun, was ich wirklich selbst glaube, das habe ich in der Wissenschaft gesehen. Und es ist oft so, dass Menschen, man denkt lange über verschiedene Gründe nach, aber dann ist es nicht immer so, dass man alles gewichtet und so weiter, sondern da gibt es eines, das dominiert das Ganze. Also der Tipp wäre dann, darauf zu horchen, auf sich selbst zu horchen, dass man diese eine Frage, diese eine wichtige, entscheidende Frage dann für sich beantwortet. Das, ich will nicht das empfehlen, was ich tue, aber das ist etwas, was sehr viele Menschen machen am Ende. Und dann gehen die Entscheidungen auch schneller. Es gibt eine berühmte Geschichte von einem Professor der Entscheidungstheorie in Columbia Universität in New York. Und er hatte ein Angebot von einer rivalisierenden Universität und konnte sich nicht entscheiden, ob er nun gehen oder bleiben sollte. Annehmen, ablehnen. Und ein Kollege nahm ihn beiseite und sagte, was ist denn dein Problem? Maximiere doch ganz einfach deinen erwarteten Nutzen. Das erzählst du doch jedes Semester deinen Studenten. Und erschöpft antwortete der Professor, come on, this is serious. Hör jetzt auf damit, das ist ernst. Und das ist genau die Situation. Schauen Sie, hier ist eine schöne Theorie, die gilt für Situationen, wo man wirklich die ganzen Konsequenzen weiß und auch die Nutzen und die Wahrscheinlichkeiten schätzen kann. Das kann man halt in der Regel nicht bei solchen Jobs und dann muss man etwas anderes haben. Nur die, 95% der Entscheidungstheorien gehen über Situationen mit bekannten Risiken. Und das ist auch einer der größten Fehler, den die jetzige Neurowissenschaft der Entscheidungen begeht, nämlich man versucht, man gibt Menschen Probleme, wo man die Wahrscheinlichkeiten kennt, typischerweise Lotterien, und denkt dann, man würde damit erfassen, was Menschen in einer unsicheren Welt tun draußen. Das ist ein großer Irrtum. Und Sie haben ja schon erwähnt, dass auch Neurowissenschaftler sich damit beschäftigen, die versuchen das ja dann auch immer mit Gehirnbereichen zu korrelieren. Ist denn für diese Entscheidungsfindung, für die Sie sich interessieren, also für diese intuitive Bauchentscheidung, gibt es dafür auch solche Untersuchungen, dass man sagen kann, wo solche Entscheidungen stattfinden? Es gibt solche Untersuchungen, wir haben auch selbst welche gemacht. Also das kann man, zum Beispiel diese Rekognitionsheuristik, haben wir untersucht, gemeinsam mit einer Kollegin, die jetzt in Tübingen ist, Kirsten Volz. Und da kann man sich so Fragen stellen. Also bei der Rekognitionsheuristik, da muss man fragen, wie, welche Stadt ist größer, Modena oder Milan? Und Leute, hier braucht man zwei Urteile, nämlich einmal ein Rekognitionsurteil und dann auch eine Entscheidung darüber, ist das eine gute Situation, das anzuwenden. Und dann hat man eine Theorie und kann also nur Rekognitionsurteile geben. Haben Sie schon mal von Modena gehört? Ja, nein. Oder eine Situation, wo man auch noch Schlüsse zieht. Also auf etwas anderes, nämlich auf die Größe. Und so kann man gezielt Hypothesen machen darüber, dass bestimmte Bereiche, die für Rekognitionsurteile bekannt sind, nun im einen Fall aber involviert sind, aber im zweiten Fall braucht man noch was dazu.
Haben Sie da auch Hirnareale gefunden, wo genau dann die intuitive Entscheidungen stattfinden? Also das wäre die falsche Frage, weil die Intuition ist nicht Intuition. Hier braucht man Bausteine. In dem Fall braucht man ein Rekognitionsurteil und dann ein intuitives Urteil darüber, ist das eine gute Sache, wo man das anwendet oder nicht. Und da findet man Korrelation für das Letztere im frontomedialen Kortex und für das reine Rekognitionsurteil, da findet man natürlich dort, wo man Rekognitionsurteile findet. Also das heißt, die Frage, wo ist Intuition, ist eine sinnlose Frage. Sondern man braucht ein Modell darüber, wie das funktioniert. Und dann kann man die Bausteine analysieren. Das ist auch das Kernproblem, wenn man jetzt so klassische Entscheidungstheorie anwendet, um dann sozusagen die Korrelate im Gehirn zu suchen. Schauen Sie, man kann ja im Gehirn nichts beobachten. Man kann ja nur hier in diesem Fall mit dieser Technologie Veränderungen Sauerstoffgehalt finden. Mehr als MRT. Ja, und dann muss man etwas interpretieren damit. Ja. Und mit welcher Theorie Sie reingehen, das werden Sie finden. Wenn Sie denken, dass unsere Urteile von Gott gesteuert sind, dann werden Sie da Gott finden. Wenn Sie denken, das ist erwartete Nutzentheorie, dann werden Sie das finden. Das heißt, das ganz Wichtige ist, dass man die richtige Theorie hat oder eine gute. Sie haben ja auch die Entscheidung irgendwann mal getroffen, sich mit Entscheidungsfindung auseinanderzusetzen. Wie sind Sie denn zu dieser Entscheidung gekommen? Also das hat seine Geschichte. Also nach der Musik habe ich mich interessiert, sehr viel für von Haus aus so statistisches Denken und habe dann auch die Grenzen dieses auch einfach gesehen, ja? Und zu diesem heuristischen Denken, Umgang mit Unsicherheit. Also das ist sozusagen der Weg, der intellektuelle Weg. Aber es war mir immer persönlich klar, dass ich selbst Entscheidungen ganz anders treffe, in den meisten Fällen, als die Entscheidungstheorie das macht. Und ich bin halt einer von denen, die dann auch das untersucht haben. Viele meiner Kollegen haben eine wunderbare Theorie und verhalten sich dagegen und bemerken das gar nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass man zwei Methoden hat, nachzudenken, zum Beispiel statistisch zu verstehen und auf der anderen Seite Intuition. Und es ist ganz wichtig zu wissen, wann es sich lohnt, nachzudenken und wann besser nicht. Herr Gigerenzer, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, es war mir eine Freude.